Moin moin liebe Chromebook-Fans, heute geht es um das Thema Google Stadia, weil Google hat sich dazu entschieden, aufgrund der aktuellen Corona-Thematik 2 Monate kostenlosen Google Stadia Pro Zugang zu gewähren. Das ist natürlich wirklich genial und das möchte ich euch nicht vorenthalten, denn eine einfache Registrierung reicht aus, damit ihr einmal Google Stadia ausprobieren könnt. Wie funktioniert das Ganze? Am besten geht ihr erstmal auf die Webseite, die ich euch jetzt hier gerade zeige. Die URL dazu habe ich euch unten verlinkt in der Beschreibung. Aber Google hat auf der Seite auch schon gezeigt, was eigentlich so die wesentlichen Merkmale sind, nämlich, dass es für 2 Monate Google Stadia kostenlos gibt, das Ganze in 14 Ländern. Deutschland zählt auch dazu. Und man bekommt eben einen Google Stadia Pro Zugang. Dabei sind Spiele wie Grid, Destiny 2, Thumper und was ich besonders empfehlen kann, ist SteamWorld Dig 2, also wirklich ein schönes Jump'n'Run bzw. Plattformer-Game. Und normalerweise kostet Google Stadia Pro 9,99 im Monat, entweder Dollar oder Euro. Und Google Stadia wird dann für 2 Monate darauf verzichten, euch den monatlichen Beitrag in Rechnung zu stellen. Ich habe selber auch ausprobiert natürlich und das sieht dann so aus, dass es natürlich 9,99 kostet, aber man erst nach diesen 2 Monaten das erste Mal bezahlen muss. Das heißt, ihr habt natürlich in der Zwischenzeit immer die Möglichkeit zu kündigen und das würde ich euch natürlich auch dann sofort ans Herz legen, dass ihr euch einen Reminder setzt, dass ihr auf keinen Fall vergesst, das Ganze zu kündigen, damit ihr auch wirklich keine Kosten habt. Aber für diesen Zeitraum von 2 Monaten habt ihr erstmal eben keine Kosten mit Google Stadia. Wie funktioniert das Ganze nun? Hier steht es eigentlich, geht auf googlestadia.com. Auch das habe ich euch unten nochmal verlinkt. Ich habe euch da auch eine kleine Beschreibung geschrieben. Ladet euch die Google Stadia App herunter, entweder über Android oder über iOS. Die Google Stadia App ist wirklich ein ganz zentrales Werkzeug, wie man mit Google Stadia arbeitet und wie man da sich Spiele freischaltet etc. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und spielen könnt ihr dann auf eurem Chromebook, auf eurem herkömmlichen Notebook, sogar auf dem Smartphone. Wenn ihr einen Chromecast Ultra habt, könnt ihr sogar auf dem Fernseher spielen. Ihr braucht aber natürlich einen entsprechenden Controller, wie eine Maus oder ein Keyboard dafür. Es muss nicht zwangsweise der Google Stadia Controller sein, sonst wäre es ja auf jeden Fall mit Kosten verbunden. Das heißt, wenn ihr natürlich einen habt, könnt ihr den nutzen. Ansonsten könnt ihr aber auch mit Maus, Tastatur oder anderen kompatiblen Controllern Google Stadia spielen. Das ist natürlich eine ganz schöne Überraschung jetzt über Ostern und auch wenn das Wetter jetzt gerade draußen gut ist, aber wir wissen ja alle, wie die Regeln aktuell sind und deswegen wollte ich euch unbedingt dieses Video wärmstens ans Herz legen, denn das ist doch mal eine schöne Gelegenheit, um Google Stadia auszutesten. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr das Ganze genutzt habt, was euer Lieblingsspiel ist und ja, was ihr einfach von Google Stadia insgesamt haltet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, damit ihr natürlich auch solche Neuigkeiten nicht verpasst. Und was ich natürlich auch ganz cool finden würde und eure Freunde sicherlich auch, verlinkt doch einfach eure Freunde im Kommentarbereich. Weist sie darauf hin, dass sie jetzt 2 Monate kostenlos Google Stadia spielen können, wenn sie sich einfach registrieren und schickt ihnen doch einfach das Video zu. Das wäre doch eine ganz gute Sache. Ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.